Noch kurz aufwärmen, dann geht's an den Start. Los geht's! Tom und Jerry laufen vor, die Kids hinterher. Die Teilnehmer in St. Martin im Mühlkreis, Kinder ab dem dritten Lebensjahr. Ich komme aus Wien und ich habe geübt für den Lauf. Vorbereitet haben wir uns direkt auf den Lauf nicht, weil sie dort Faustball spielen und alles Mögliche. Und da rennen sie genug umeinander. Und daheim genauso mit ihren Freundinnen haben sie oben in Bewegung. Die ersten drei kriegen einen Pokal. Wir haben heuer einmal uns ausgedacht, dass jedes Kind eine Medaille kriegt, damit sie einfach einmal die Wertigkeit sehen. Es geht nur um die Teilnahme an sich. Die Stockerlplätze sind die Draufgabe, aber im Grunde geht es darum, dass man die Kinder vermittelt, Bewegung, Spaß an der frischen Luft. Neue Freunde finden, sich bewegen und gemeinsam durchs Ziel. Je älter die Teilnehmer, desto länger die Strecke. Ein bisschen Training zum Ausdauer, gerade bei den älteren Jahrgängen, wäre sinnvoll, weil die doch schon teilweise dann drei Runden über den Sportplatz laufen müssen. Also da haben wir schon Strecken von einem Kilometer ungefähr dabei. Und die ganz Jüngsten, die 2,5-3-Jährigen, das sind unsere jüngsten Teilnehmer, die haben gerade eine Strecke von 100 Meter zurückzulegen. Weil es mir auch voll viel Spaß macht immer. Und weil meine Freundinnen dabei sind. Meine Frau, die macht viel Kraftsport, ist auch viel schon gelaufen und ich bin sowieso ein Läufer und das versuchen wir halt die Kinder auch zu vermitteln, dass es halt ja, nicht nur Fernsehen und Tablet gibt, sondern halt auch körperliche Bewegung. Heute nach dem Tom und Jerry Lauf schon wieder die Planungen fürs nächste Jahr starten. Wir schreiben uns immer wieder auf, was können wir erweitern, was können wir adaptieren, was können wir verbessern. Natürlich steckt da ein riesen ehrenamtliches Team dahinter. Allein können wir das nicht stemmen. Da arbeiten wir in der Sportunion echt super zusammen. Über 400 Kids haben beim Tom und Jerry Lauf teilgenommen. Neben der Medaille war die größte Belohnung dann eine Kugel Eis.